Herr Fuchs, trotz aller Kritik an dem transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP hält der SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel ja an dem Projekt fest. Er sagt, es sei ein modernes und ambitioniertes Freihandelsprojekt. Welche Adjektive würden Sie denn wählen? Ich würde die Adjektive wählen, undemokratisch und brandgefährlich. Anders als Herr Gabriel suggeriert, ist Freihandel nämlich überhaupt nicht förderlich für den Wohlstand oder auch für demokratische Regulierungsmöglichkeiten hier in Europa und in Deutschland, wie auch in den USA. Der ganze Prozess war von Anfang an nicht demokratisch gestaltet. Das bezieht sich auf das Grundproblem der sehr undemokratischen europäischen Handelspolitik. Und im Ergebnis kann er brandgefährlich werden, weil Regulierungsmöglichkeiten und gestaltende europäische Standards im Umwelt-, im Sozial-, im Arbeitswesen unterlaufen werden können. Nun gab es ja eine europäische Bürgerinitiative Stopp TTIP, die ist von der Europäischen Kommission nicht zugelassen worden. Was bedeutet das denn im Rückschluss für die Dialogbereitschaft der Europäischen Union? Aus der Ablehnung der europäischen Bürgerinitiative kann man schon sehr gut ablesen, wie ernst es die Europäische Union mit Dialogbereitschaft und dem Zuhören auf die Bürgerinnen Europas meint. Sie meinen es nämlich nicht ernst. Die Europäische Bürgerinitiative hat jetzt aber nicht einfach den Kopf in den Sand gestellt, sondern es läuft gegenwärtig eine selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative mit enormem Zulauf. Und dieser enorme Zulauf macht deutlich, dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger mitreden wollen bei der Handelspolitik und dass sie Gefahren sehen beim TTIP-Abkommen. Wir sind begeistert, dass endlich einmal so ein internationaler Wirtschaftsvertrag so viel Aufmerksamkeit und so viel Mobilisierung erfährt. Und wir sind ganz optimistisch, dass diese Europäische Bürgerinitiative im Zusammenwirken mit anderen Aktivitäten und Lobbyarbeit dieses Abkommen zu Fall bringt. Kommen wir mal zur globalen Situation. Welche wirtschaftlichen Interessen verfolgen denn die Europäische Union, Deutschland und die USA mit diesem umstrittenen Abkommen? Weshalb wird das gegen so viel Widerspruch immer noch versucht durchzusetzen? Solche Abkommen sind immer Abkommen, die einen Strukturwandel herbeibringen. Und in dem Strukturwandel gibt es Gewinner und Verlierer. Leider sind die Gewinnerfraktionen und deren Mentalität für Freihandel und für den Abbau von Regulierung sehr mächtig. Die Wirtschaftslobbys in den USA haben dort die Handelsagenda lange mitgeprägt. Und auch in Europa und in der Kommission ist das leider gelungen. Es gibt dort noch Interessen an Marktzugang. Es gibt bei Konzernen und Anwaltsfirmen Interessen, neue Klagerechte einzuführen. Und es gibt ein Gesamtinteresse der Wirtschaftsvertreter in diesen Prozessen und dann der ihnen hörigen Politiker, Regulierungsmöglichkeiten einzuschränken, festzubinden an die Standards, die solche Abkommen liefern. Und diese wirtschaftlichen Interessen beziehen sich also auf Regulierung hier in Europa und Deutschland, wie in den USA. In den USA beispielsweise beim Finanzmarktgeschehen, in Europa beispielsweise beim Fracking. Und sie beziehen sich in einer globalen geopolitischen Sicht auch in Widerspruch zu China, Brasilien und Schwellenländern, weil diese wirtschaftlichen Interessen immer auch geopolitische Interessen Und sind. das wäre in der Tat jetzt meine nächste Frage gewesen. Was würde dieses Abkommen, was ja eine der größten oder die größte Freihandelszone weltweit schaffen würde, denn für die Schwellenländer bedeuten, also für die BRICS-Staaten? Es ist ein geopolitisches Projekt der Eliten in den USA und in Europa, mit dem sie Standards setzen möchten gegen mögliche Standardsetzungen oder neue weltwirtschaftliche Machtverschiebungen, für die die Länder der BRICS-Staaten stehen und andere Schwellenländer. Also ein geopolitischer Versuch der USA und europäischen Eliten, Standards zu setzen, an denen sich auch China, Russland, Brasilien, Südafrika und andere halten müssen. Aber es ist auch so, dass mit diesen Abkommen Handelsumlenkungen und reale Effekte verbunden sind. Und das kann auch bedeuten, dass Schwellenländer und Entwicklungsländer, also die noch schwächeren Partner im internationalen Handel, verlieren werden. Zum einen werden sie also möglicherweise verlieren bei der Standardsetzung, zum anderen, weil real Handel umgelenkt wird. Der wird intensiver im nordatlantischen Raum und dann vielleicht verringert im Nord-Süd-Kontext. Ich verstehe. Kommen wir von der globalen Situation, von der Handelspolitik mal zum einfachen Bürger in Deutschland. Was würde dieses Abkommen denn hier bedeuten? Es war ja viel von dem Chlorhuhn die Rede, das dann auch umstritten war, wo es dann Pro- und Kontra-Argumente gab. Aber was wären denn hier, sagen wir mal, drei, vier konkrete Auswirkungen für den einfachen Bürger in einem EU-Land wie Deutschland? Wenn einfache Bürger in Europa über dieses Freihandelsabkommen mit den USA nachdenken, dann sollten sie auf ihren Job schauen und überlegen, wird ein schärferer Widerstand demnächst mit den USA
weil vielleicht dort eine billigere Produktion läuft, meinen Job gefährden oder das Lohnniveau drücken. Wenn Menschen in Europa über Fracking und das Klima besorgt sind, müssen sie sich klar sein, das TTIP-Abkommen dient dazu, billiges Fracking-Gas nach Europa zu schippern. Das mag einige freuen, andere haben damit, und wir sind da solidarisch mit denen, große Sorgen um das Klima und die Wasserversorgung. Andere Bürger haben Sorgen, dass genetisch veränderte Lebensmittel auf den europäischen Markt gedrängt werden oder unsere Regulierungen in diesem Bereich eingeschnitten werden. Wieder andere sind einfache Steuerzahler und müssen sich fragen, wollen wir, dass demnächst mit Steuergeldern internationalen Konzernen, die ja Klagerechte bekommen sollen durch TTIP, hohe Entschädigungen gezahlt werden müssen. Diese TTIP-Klagerechte können uns alle als Steuerzahlerinnen demnächst teuer zu stehen kommen, weil Konzerne außerhalb unseres Rechtssystems Sonderklagerechte kriegen und öffentliches Handeln dann entschädigungspflichtig wird. Wir haben also vom Konsument hin bis zum Steuerzahler hin, aber auch in der Frage vom Bürger als Citoyen, als demokratischen Mitgestalter, große Befürchtungen und nichts Gutes zu erwarten. Nun habe ich bei Ihnen hier unten vor dem Büro eben einen Aufkleber gesehen, da stand drauf, TTIP ist böse. Würden Sie denn sagen, Herr Fuchs, das gilt für Freihandel generell? Ist Freihandel generell böse oder gibt es auch guten Freihandel? Gibt es Freihandel, der soziale Ziele verfolgt und eine soziale Verbesserung bringen kann? Nein, Freihandel ist per se ja das Konzept, dass sich Staaten verpflichten, bestimmte politische Maßnahmen an den Grenzen oder innerhalb ihres Territoriums nicht mehr zu ergreifen. Es ist also eine Selbstbindung an die Regeln dieses freien Wirtschaftsverkehrs. Und der bewirkt immer und hat das auch historisch, dass reichere, wettbewerbsfähigere, stärkere gewinnen und schwächere verlieren. Soziales Regulieren internationaler Wirtschaftspraktiken oder ökologisches und demokratisches Einhegen von Wirtschaft gelingt nie mit Freihandelsabkommen. Das Grundkonzept des Freihandels ist also abzulehnen, nicht nur in TTIP, sondern auch in anderen Abkommen. Aber natürlich kann es positive Wirtschaftsverträge und positive internationale Abkommen geben. Das sind aber keine Freihandelsabkommen mehr.